Eine Laserwand. Die nehmen es aber genau mit der Sicherheit. Sowas ist nicht ohne Grund da. Da weiß man gleich, auf der anderen Seite ist was Wichtiges. Ganz richtig, Genosse Major. Das Verteilzentrum, das wir suchen, ist tatsächlich auf der anderen Seite. Durch eine Laserwand schaffe ich es auf keinen Fall in einem Stück. Weiter vorne ist ein Fabrikator. Versuch, deine Ausrüstung zu verbessern, um deine Laserresistenz zu erhöhen. Nicht wieder der irre, notgeile Kühlschrank. Schatz, da bist du ja wieder. Wo warst du denn so lange? Ich war so einsam. Aha. Ich muss durch eine Laserwand kommen. Am liebsten lebendig. Was für eine dumme Idee, Schatz. Das ist doch schrecklich gefährlich. Bleib lieber bei mir. Ich mache, was du willst. Gib mir einfach einen Schutz gegen Laser. Oh, so knallhart. Ich erzittere. Spritzt dein Polymer in mich hinein? Lass dich von ihr nicht herumkommandieren. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Hör nicht auf ihn, mein Großer. Er will uns auseinanderbringen. Nimm den dummen Handschuh ab, damit wir für immer zusammenbleiben können. Aha. Willst du, dass ich dich schlage oder in Stücke zerlege? Würdest du mich wirklich wegen eines dummen Handschuhs töten, Liebling? Wie würdest du denn ohne mich in dieser grausamen, gewalttätigen Welt überleben? Ohne Probleme. Ist ja nicht so, als würdest du mir irgendwie helfen oder so. Ich kann doch nichts aus dem Boden stampfen, Liebling. Ich brauche Polymer und andere Komponenten. Stück mir dein Polymer rein und ich gebe dir, was du willst. Na gut, schon verstanden. Du kriegst dein Polymer und deine kostbaren Komponenten. Jetzt installier endlich den Laserschutz. Was immer du sagst, mein Hengst. Verbesserung initiiert. Entspann dich und genieße. Aber versprich mir, dass du wieder schmutzige Dinge zu mir sagst. Oh, ich hau dir gleich eine rein. Ja, ja, schlag mich, Meister. Ich liebe dominante Kerle. Oh, ist ja widerlich. Dein Verteidigungssystem ist aktiv. Versuch, durch die Laserwand zu rennen. Nach dem, was da gerade abging, renne ich liebend gern durch jede Wand.
Das tat weh. Oh, das war ganz schön heftig. Fast wär's das gewesen. Betonung auf fast. Stimmt. Suchen wir den Verräter. Wenn ich den in die Finger kriege, reiß ich ihm den Kopf ab. Schatz, mir geht es blendend. Die Operation war völlig schmerzlos. Gut, du musst jetzt gehen. Ein bewaffneter Mann ist hinter dir her. Er trägt einen experimentellen Polymerhandschuh. Der muss zu Sechenov gehören. Larissa, hast du mit ihm geredet? Er wurde von einem Wurf angegriffen. Wir brachten ihn auf die Krankenstation. Ich konnte ihn nicht einfach verbluten lassen. Wäre aber besser gewesen. Das hätte uns eine Menge Ärger erspart. Angst, wenn du so redest. Ich treffe dich beim Ausgang. Bin direkt hinter dir, Schatz. Hoffentlich sind wir nicht zu spät. Hoffnung ist gefährlich. Hände hoch! Victor? Was soll das? Bist du taub? Hände hinter den Kopf! Victor! Wer bist Victor? Du denn? Major Nichayev, Sondereinsatztruppe. Und das war deine letzte Frage. Du kommst nach Chelomei. Victor, rette dich! Chelomei. Natürlich, Genosse Major. Eindringling. Was? Eindringling! Warnung! Hey, stehen bleiben! Warnung! Alarmstufe rot. Lockdown im Gang. Er ist ziemlich gut darin, die Roboter herumzukommandieren. Fast als wären sie sein Eigentum. Und er hat die verdammte Tür abgeschlossen. Petrov ist mit einer mobilen Energiequelle namens Kerze weggelaufen. Sie liefert Strom für das Notfall-Lockdown-System. Ohne Kerze lässt sich die Tür nicht öffnen. Ich werde noch eine auftreiben. Es muss doch mehr als eine Kerze in diesem Komplex geben. Wir müssen uns beeilen. Sonst entkommt Petrov aus dem Sektor und wir müssen ihn von Neuem aufspüren. Achtung an alle Mitarbeiter. Bitte hört euch diesen Chibita an und lasst ihn dort, wo er ist. Er soll alle daran erinnern, unter keinen Umständen Pflanzenproben mit nach Hause zu nehmen. Auch wenn sie noch so harmlos erscheinen. Pflanzen aus den Laboren können genetische Eigenschaften besitzen, die sich negativ auf eure Lebensqualität auswirken. Was im Labor gezüchtet wird, bleibt im Labor. Punkt. Charles, was ist das für eine Birke, die in dem Raum dahinter Glas steht? Ist das der berühmte Energiegenerator PEC 4? So ist es. Die Birke PEC 4 ist ein vegetativer, polymerbasierter Energiegenerator.
Ein Versuchsmodell. Der erste Schritt in unserem Programm zur Eroberung der fernen Planeten des Sonnensystems. Du musst dich nicht fürchten. Du bist tot. Ich weiß, als ich noch am Leben war, sah ich, wie tote Leute wieder aufstanden. Ich will nicht, dass mir das passiert. Ich fürchte mich vor ihnen. Vor wem? Den Robotern? Nein! Roboter töten kurz und schmerzlos, aber sie... Sein verbleibender Polymerspeicher ist aufgebraucht, Genosse. Alles klar. Die Leute hier werden nicht von Robotern getötet. Aber wodurch dann? Das kann ich nicht ermitteln. Wir werden es wohl auch nie herausfinden. Verstanden. Also für klüger als deine Chefs? Nein, du verdrehst meine Worte, Doktor. Ich habe nie gesagt, dass ich klüger bin als sie. Du hast aber gesagt... Ich habe gesagt, wenn ich dieselben Chancen und Ressourcen hätte wie sie, würde ich ebenso viel erreichen können. Wenn nicht mehr. Beneidest du Menschen wie Sechenov, Lebedev und Filimonenko? Beneiden ist nicht das richtige Wort. Beneiden heißt, man möchte haben, was jemand anderes hat. Das will ich aber nicht. Ich will an ihrer Seite stehen. Ich will ihnen gleichberechtigt sein. Und ich spreche nicht von ihren Entscheidungsbefugnissen. Ich möchte, dass wir alle wirklich gleichberechtigt sind. Aber genug davon. Wir haben das schon 100 Mal besprochen und du glaubst mir immer noch nicht. Das ist Zeitverschwendung. Wache! Wir sind hier fertig. Muss ich die immer so tragen? Die Kerze ist ein komplexes, instabiles Ausrüstungsteil. Die kannst du nicht mit deinem anderen Kram in deinen Rucksack stopfen. Es besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit gegenseitiger Destrukturalisierung. Wie eine Explosion? Nicht unbedingt. Aber die Kerze würde deaktiviert. Also muss ich sie so tragen. Alles klar. Die Kerze ist ziemlich robust. Du kannst sie fallen lassen oder sogar mit Absicht werfen. Da passiert nichts. Mhm.
unkontrollierten Verbreitung vertraulicher Daten überführt und möglichst umgehend bei der Sozialkontrolle hält. Diese Lader spielen verrückt. Ist das Petrovs Werk? Sei vorsichtig! Lader sind extrem robust. Mit einer simplen Axt kommst du nicht gegen sie an. Bei Verrückten, solchen aus Metall und anderen, kann eine Schocktherapie Wunder wirken. Klingt nach Petrovs Stimme. Ich hoffe, das Hirn dieses Arschlochs hat nicht den Boden vollgespritzt. Wir brauchen Petrov lebend. Beeil dich, Major! Was meinst du denn, was ich hier mache? Was soll es sein, Major? Waffen oder Fähigkeiten?
Autorisierung. Major Nechayev, Codename P3, Zugang. Speichere Daten.
Anscheinend ist die Eindämmung der Algenwerkstatt undicht geworden. Und Experimentalmaterial ist ausgetreten. Das ist eigentlich sogar gut für uns. Wie steht? Hat das Tor
Tja, was haben wir denn hier? Dies ist die Luna, eine Art Schloss. Es öffnet sich, sobald alle 5 Öffnungen Behältern mit Mondgesteinsbrocken enthalten. Ihr Eierköpfe steht echt auf Schlösser, was? Ich gehe dann mal Behälter suchen. Seltsames Lied, aber die Stimme der Sängerin gefällt mir. Ist das ein Radio der Zukunft? So ist es. Professor Lebedev von der Akademie der Konsequenzen hat einen nicht-linearen Algorithmus auf der Grundlage der nicht-kommutativen Quantenmathematik entwickelt. Charles? Ja? Mit wem hast du da gerade geredet? Verzeihung. Ich erkläre es so, dass du es verstehst. Die Akademie der Konsequenzen hat eine Möglichkeit gefunden, musikalische Radiowellen aus der Zukunft zu berechnen. Sie empfangen sie nicht wirklich. Das ist schließlich keine Zeitmaschine. Was du hörst, basiert auf einer sehr spezifischen mathematischen Berechnung, einem hochkomplexen, auf Neuropolymer basierenden Algorithmus. Clever. Thank you.
Ich war gestern im Archiv. Da ist fast alles automatisiert. Bald müssen wir gar nicht mehr arbeiten. Dann sitzen wir nur noch rum und hören Musik. Das ist ein tolles Stück. Die Roboter können das nicht so wertschätzen wie wir. Nicht schon wieder dieses verrückte, notgeile Gerät. Ich mach lieber einen Bogen. Nicht so schnell, Genosse Major. Ich verstehe ja, dass Interaktionen mit diesem Modell unangenehm für dich sein können, aber vielleicht hat es etwas, was wir nutzen können. Na gut. Wenn ich eine gute Waffe aus ihr rausholen kann, ist es das wohl wert. Da bist du ja, Schatz. Du hast mir so gefehlt. Hast du den dummen Handschuh schon abserviert? Ja, da brauchst du dir keine Hoffnung zu machen. Ich liebe es, wenn du wütend wirst. Ja, ja, mach mich fertig. Bestrafe mich. Ich war ein böses Mädchen und habe noch einen fiesen Widerling aufgeknüpft. Was? Du hast schon wieder jemanden getötet? Du Monster. Aber du hast schon so lange nichts mehr in mich reingesteckt, mein Großer. Ich war so einsam. Ich musste einfach ein wenig Dampf ablassen. Schluss jetzt. Nimmt das je ein Ende. Reg dich doch nicht über Kleinigkeiten auf, Schatz. Ich habe ein Geschenk für dich. Das wird dir gefallen, versprochen. Ich würde dir gern den Stecker ziehen. Aber leider komme ich ohne deine Hilfe nicht weiter. Ich habe mich sehr angestrengt. Nicht übel. Ehrlich. Aber würdest du jetzt bitte niemanden mehr töten? Ich konnte mich einfach nicht beherrschen, mein Hengst. Versuch's einfach, ja? Oh, das ist doch verrückt.
Charles, wozu braucht Petrov den Fabrikator? Warum will der Irre die Kontrolle über Nora übernehmen? Wozu braucht er überhaupt Waffen, wenn er Roboter hat, die für ihn kämpfen? Der Verräter hat gemerkt, dass Mitarbeiter sich gegen feindselige Roboter verteidigen. Und die Soldaten, die die Anlage verteidigen, versuchen, stärkere Waffen zu erhalten. Er hat wohl Angst bekommen, dass ihn niemand finden und erschießen könnte. Dieses verräterische Stück Scheiße. Gut möglich. Einen Fabrikator hat Petrov trotzdem nicht in die Finger bekommen. Aber Noras Algorithmen wurden auf abscheuliche Weise beschädigt. Dieser widerliche Drecksack. Der Fabrikator ist komplett irre geworden. Seinetwegen plappert sie ekligen Sexdreck und produziert albernen Schrott statt anständiger Waffen. Oh, und bringt Leute um. Heißt das, wir sind unbewaffnet? Ah, alles ist besser als nichts, oder? Ich trete einem Roboter lieber mit einer Klobürste als mit bloßen Händen entgegen. Natürlich muss der letzte Behälter tief im Quantenarschloch des Universums stecken. Passiert sowas auch anderen oder hab ich einfach Glück? Das Scheißteil. Ich hab ein. Das sowjetische Raumschiff. Ich hab noch ein. Der Anlage 3826 entwickelt wurde, landete an geschafft. Ich glaube, es funktioniert. Für die künftige Kolonisierung des Erdtrabant. Sowjetische Mondfahrzeuge haben erfolgreich Gesteinsproben von Arealen zukünftiger Mondstädte zur Erde transportiert. Ähnliche Proben wurden auch auf dem Mars gesammelt. Das sowjetische Programm zur Kolonisierung des inneren Sonnensystems macht große Fortschritte. Zum Gedenken an die allererste Mondexpedition wurden einige wegbereitende Erdenfüllungen zur Konservierung in fünf verschiedene Kapseln eingeschlossen. Jetzt werden sie zum Gedenken. Puh, die Anlage ist riesig. Und alles hier schreit förmlich, Sechenov. Also,
Wo sind wir? Dies ist das Saatgutarchiv. Das Herz des Wawilow-Komplexes. Hier werden Samenproben von allen erdenklichen Pflanzen gelagert, um sie auf dem Mond oder Mars zu züchten. Diese fantastischen und einzigartigen Experimente sind in Gefahr, auf immer verloren zu gehen. Speichere Daten.